Hola, ihr Chicorinos, hier ist wieder euer Pantoffeltiger. Und heute reden wir über das Thema: Wer ist Satan? Mit unserem Gast, Kristallmensch Kristallwolf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich auf jeden Fall. Ich freue mich schon wieder über sein Fachwissen. Und auf geht's. Das ist Satanismus. Ja. Kam mir gerade der Gedanke. Ja, dafür bin ich hier. Hier, Kristallwolf, Kristallmensch, echter Schamane, Kampfkunstmeister, chemisch hochsensibel und sieht ja, man. Auch durch, eigene Erfahrung, dadurch, dass ich es im Nachbarumfeld miterleben musste, von Kindesalter an und später auch mit meiner schamanischen Seele, leider auch im eigenen Wohnhaus es mit anhören musste, weiß ich ganz genau, was Satan ist, und gleichzeitig ist es auch der Baphomet. Sagt dir deine schamanische Seele. Und da muss ich deine schamanische Seele leider enttäuschen. Denn wie aus dem alten Ägypten schon überliefert ist, wo ja Apis Stiere und auch diese Stiere gemischt mit Menschen in Knochenform, die zerstückelt wurden, in Säure. Und das waren Fabelwesen? Aber hören wir weiter. Eingelegt und in tonnenschwere Sarkophage aufbewahrt wurden, damit diese Kreatur, wie auch Erich von Däniken passend sagte, nie wieder zum Leben erweckt werden kann. Dass diese Kreatur so bösartig, so hasserfüllt war, die an ein... Oh, das ist wieder so ein Blödsinn, was er da erzählt. Wo er sich wieder nur die Hälfte raussucht, die eine Hälfte stimmt, die andere Hälfte stimmt nicht. Die Stiere, die du beschreibst, waren die Verkörperung des Pyther. Und es waren heilige Stiere. So, und jetzt bist du dran. Ein Anbetungskult hatte. Ja, sie hatten einen Anbetungskult, weil es Götter waren. Beziehungsweise nicht Götter, sondern Pyther war in denen manifestiert. Seit den Zeiten Ägyptens und, ich schätze jetzt grob mal, auch in Mesopotamien, das war ja eine schwarzmagische Kultur in Mesopotamien auch. Die war sowas von mega schwarzmagisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich wendeten sie schwarze Magie an, weil sie Zaubersprüche nutzten, um zum Beispiel zu heilen. Und das diente auch schon, sondern da hieß es auch schon, dass es schwarze Magie ist. Und in Ägypten gab es diese dann ebenfalls. Es gab dort Licht und Dunkelheit. Bekannt wurde das durch die Tempelritter mit Baphomet-Kult. Und es wird... Da haben wir jetzt immer wieder die Tempelritter. Okay. Und Baphomet. Wann wurde denn das erste Mal das Wort Baphomet überhaupt genannt? In welchem Zusammenhang? Mit wem? Mit den Tempelrittern. Davor, bei den Ägyptern, gab es das gar nicht. So als Eigenwort. Sondern von den Tempelrittern. Und man sagt, Baphomet ist entstanden im Mittelalter, also zwischen 500 und 1500. Und da passen die Tempelritter genau rein. Und sie beteten wohl einen Ziegenkopf an. Offensichtlich sehr viel versucht, aus dieser Richtung der Kirche dieses Tempelritter zu verheimlichen, was dort dieser Kult tatsächlich war. Und mir ist vollkommen klar, was das war. Das eine ist, dass dieser Satan nicht der Bock des Mendes ist, sondern eine Mischfigur. Zum einen. Satan kommt aus dem Christentum. Und hat mit Baphomet an sich vom Ursprung her gar nichts zu tun. Gibt es Abbildnisse, wo nur der Baphomet ist, also dieser Stier, dieser Gehörnte, dieser Hasserfüllte, der dann auch ein Schwert hier entsprechend hat und seine Dingsbums-Symbolwerkzeuge dabei sich hat und einiges. Ja, Schwert der Tempelritter. Einiges an Symbolen, einschließlich dem Pentagramm bei sich hat. Pentagramm kommt, also da vermute ich jetzt ganz einfach mal, dass das aus dem Satanismus kommt. Und ja, sozusagen auch mit dieses Symbol, wie bei den Ärzten, nicht? Dieser Stab und dann diese Schlange drumherum, was ein Symbol dafür ist, dass von Anfang an
verführt diese Kreatur Menschen, die mit Blutritualen anfangen. Das wird irgendwann bis in den höchsten Exzess sadistischer Blutrituale, wo die Opfer... Ach nee. Du meinst jetzt nicht Asklepios. Der griechische Gott. Der Heilung und der Wiederherstellung. Kann ja nur, gibt ja keinen anderen. Und passt auch gar nicht da rein. Das ist eine ganz andere Glaubensrichtung. Und die sind ja auch nur ein paar Kilometer auseinander entfernt, ne? Wirklich grenzenlos leiden zur Ergötzung des Hasses, des Sadismus für die Täter und natürlich für den Gott Baphomet. Und die höchste schwarze Kunst ist es natürlich, die Opfer so zu zerschneiden, lebend, damit sie bis zum Schluss unter größten Schmerzen, ich meine, stell dir mal vor, du wirst in Stücke geschnitten, lebend. Und ja, ich meine, das nennt sich ja auch nur Folter. Dabei nicht zu verbluten. Das nennt sich die höchste schwarze Kunst. Und dieses Symbol, ja, dieses sozusagen hier, dieses Medizinsymbol, was er in sich hat, das bedeutet, ich gebe dir ewiges Leben, ich gebe dir Jugend, ich gebe. Boah, die ersten Bilder, die von Baphomet erschienen sind, die müssen irgendwann im 18. Jahrhundert, also weit, weit, weit in der Ferne. Wie die Gesundheit. Dafür gehörst du mir, dein Leben existiert nicht mehr und du bist der ewige Diener der Hölle. Und es gibt dann Menschen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden und andere, die davor zwar schon bösartig waren, wahnsinnig waren. Ich habe, zwei sind mir sehr gut in Erinnerung. Einer von 2009, der leider durch einen Freund von mir neben mir saß und ganz klar sagte, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht. Tja, das ist nämlich die Täuschung des Satan, des Baphomet. Von den Christen aus, ja. Aber der Baphomet an sich war ein Gott der Gegensätze. Um das mal in Kurzform zu nennen. Ach, meine Brille. Den, naja, Menschen kann man da nicht mehr sagen. Das Einzige, was da vom Menschen noch übrig ist, das ist die polare, schwarze Seele, die in der Finsternis wartet, dass der Mensch dumm genug ist, sich da rein verführen zu lassen und der Körper des Menschen selber. Mehr ist davon nicht übrig, weil der Mensch durch diese Rituale stirbt. Er existiert nicht mehr. Das wird schon seit Ägypten überliefert, die Nekromancer, die Untoten. Gut, in Nekromancer, das Wort sind wir spätestens durch Herrn der Ringe daran gewöhnt, Hexenmeister, Untote. Ich meine, was waren denn diese Hexenmeister, diese Nekromancer, bevor sie sich von diesem satanischen Typen, oder mehr satanisch-luziferisch, weil er ja einen goldenen Ring benutzt hat? Also soll man dazu wirklich was sagen? Einen Vergleich zu machen mit einem Fantasy-Film? Also ernsthaft? Und das, was du beschreibst, das nennt sich auch Voodoo. Sauron, worin haben sie sich denn verführen lassen? Es waren einst, also bevor der ganze Mist angefangen hat, Menschen. Und sie sind zu Toten und Toten geworden. Und Untote sind nicht irgendwelche Geister, die in ihren Verkleidungen durch die Gegend rennen und dann praktisch körperlose Hüllen sind. Das ist falsch. Das ist eine Erfindung von Peter Jackson. Man merkt ganz besonders, durch diese Rituale höchsten schwarzen Künste, wenn jemand so etwas gemacht hat, wenn bestimmte Krankheitszustände plötzlich verschwinden und diese Person sich um eine gewisse Zeit verjüngert und plötzlich eine strahlende Aura hat. Aber diese strahlende Aura, da kannst du dir sicher sein. Diese Menschen versuchen zwar eine gewisse Liebe auszudrücken, aber allein schon Kristallkinder wie ich spüren dabei ganz gewaltig und sehen es auch, dass dies das Licht von Luzifer und Satan ist. Denn Luzifer hat ja das Licht tief in die Dunkelheit gebracht. Und es wurde von einem Kanal eines schwarzmagischen Magister, wo ich gestern mal gesucht habe nach solchen Kanälen und ich wusste, dass es sowas ist. Und in dem Blick dieses Menschen sieht man... Der gefallene Engel, ne? Ich sehe daran, an den Augen ganz besonders und ein bisschen am Gesicht, den Wahnsinn, die Bosheit, den Sadismus, die Lust am Töten, dass diese Person... Ja, wie soll ich das sagen? Der Versuch, normal und freundlich zu wirken, aber hat die Bosheit, den Sadismus, schon in sich. Meine Güte, was du alles so siehst. Ja, selbst durch ein Video. Naja. Die können ganz normal reden, um so, sag ich mal,
höher sie in der Bevölkerungsschicht sind. Die einfachsten Menschen, die werden teilweise sehr schnell aggressiv und andere, die versuchen dann ganz normal und höchst seriös und freundlich rüberzukommen, das zu erklären. Aber in ihren Augen, wenn jemand das sieht, und das nennt sich dann auch entsprechend hochsensibel, die Dunkelheit durchschauen und dann spätestens an den Augen zu sehen, was da wirklich für eine Seele hinter ist. Und das ist, wie Axel Klitzke schon sagte, Satan, der mit dem Messer in der Hand die Ordnung der Schöpfung zerstört. Die Ordnung der Schöpfung und an unschuldigen Leben. Und sich an der Gewalt ergötzt. Ja. Ja, im Christentum, ja. Diese Verjüngung des Lebens hat seinen Preis. Natürlich das Leben. Und macht dem Menschen, der sich darauf einlässt, der dann eigentlich gar kein Mensch mehr ist, glauben, mit diesen Künsten, du kannst weitermachen wie bis jetzt, du kannst essen und trinken, was du willst, du kannst rauchen, du kannst saufen, du kannst Drogen nehmen, mache diese Rituale und ich gebe dir Gesundheit und Leben. Was natürlich absolut nicht aufgeht. Und das kann Baphomet auch gar nicht. Davon mal ganz ab. Weil, wie ich schon gesagt habe, ne, der Gegensätze. Ordnung und Chaos. Mann, Frau. Kann nicht funktionieren. Eine gewisse Zeit durch diese schwarze Magie, durch diese Energie, die da aufgenommen wird, ist das möglich. Aber wenn diejenigen, die das tun, weiter ihren alten Lebensstil leben, du musst immer mehr, also du musst regelmäßig solche Rituale machen, damit du überhaupt am Leben bleibst. Weil. Warum zum Teufel sollte man einen Gott anbeten? Er braucht das nicht, er ist schon Gott. Das macht doch null Sinn. Die Natur der kosmischen Ordnung der Schöpfung, wenn dafür nichts getan wird, da wirst du nicht lange was von haben. In den höchsten Kreisen, Blattgold und so weiter, was weiß ich, was die noch für nutzen, um entsprechend ihre Gesundheit zu fördern, da werden diejenigen an Satanisten und Luziferisten ganz genau wissen, wovon ich rede. Sind jetzt alle bei dir Satanisten oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber ich glaube schon, also du hast eine richtig negative Einstellung zum Leben. Denn es wird welche geben, die dann genauso dämlich wie die anderen entsprechend weiter so leben und glauben, dass diese Lüge sie am Leben hält. Was ja, sag ich mal, in sehr schwacher Form in der Esoterik genauso ist. Ja, ich gebe dir eine bestimmte Segnung und einen bestimmten, was aus dem Luziferismus, Satanismus kommt. Nur in der schwächeren Form. Es kommt aus dem Schamanismus. Dann bist du ja auch ein Luziferer. Dass gewisse Segnungen, ja, nicht unbedingt mit Gewaltritualen und, wie ich das schon mal sagte, Laktose und so weiter, die Allergien, ich mache etwas mit dir und dann kannst du weiter diese Dinge nehmen. Das ist doch der erste Schritt in den gleichen Blödsinn und Wahnsinn. Nee, das, was du sagst, ist eher Christengeschwurbel. Es ist eine Lüge ohne Ende. Und ja, es ist der Bock des Mendes, ein Ziegenbock, der Unschuldsbock, ja, der tut, als ob er unschuldig ist und der große Verräter ist. Das ist mit dieser Kreatur in dem Baphomet. Ich höre ja auf. Also das wird mir ehrlich gesagt echt zu bunt. Also wenn man schon nicht weiß, was ein Baphomet ist und wie er entstanden ist und deren Entwicklung und bla 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 und ich mir denn sowas anhören muss, nee, das macht gar keinen Sinn für mich. Ernsthaft. Das ist mir echt einfach zu weird. Aber ich denke, ihr habt jetzt mal so einen Eindruck bekommen, was er unter Satan versteht und deren Ursprung, was ich einfach nicht teilen kann. Tut mir leid. Also da seine Gedankengänge kann ich nicht teilen, weil sie einfach falsch sind. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man kritisiert wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich verlinke euch das Video. Schaut es euch an. Habt noch Spaß den Tag und ich gehe auf. Und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Adios.